Wir machen einen kleinen Halt hier bei Ihnen. Wir sind unterwegs zwischen Wohngebieten, Einkaufszentren, Passagen. Überall lässt sich die NPD mal kurz blicken, um Ihnen kurz das Programm vorzustellen. Dabei haben wir einige bekannte NPD-Funktionäre, unter anderem auch Holger Szymanski, Spitzenkandidat der NPD zur Wahl am 31. August, der Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten das Programm der NPD etwas näher bringen möchte. Bitte schön. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger von Lauchau, wir sind heute im Landkreis Zwickau unterwegs, um Ihnen kurz die wichtigsten Punkte unseres Landtagswahlprogramms vorzustellen. Unser Motto lautet in diesem Landtagswahlkampf: Heimat im Herzen, Zukunft im Blick. Sachsen hat eine Armutsquote von 19,6%. Das liegt über dem Durchschnitt der deutschen Bundesländer. Wir als NPD sagen, das ist ein Skandal. Das kann so nicht weitergehen. Und wenn Sie auch dieser Auffassung sind, dass die Lage in unserem Land verändert werden muss, dass die Regierung in Dresden unter Führung der CDU, dass die Druck braucht, Druck von rechts, dass die NPD weiter Druck machen soll im Sächsischen Landtag, so wie wir das konsequent auch in den letzten 10 Jahren schon getan haben, dann bitte ich Sie ganz herzlich am 31. August um Ihre Stimme für die NPD. Wählen Sie uns bitte auf jeden Fall mit der Zweitstimme, das ist die entscheidende Stimme, die darüber entscheidet, welche Parteien in welchen Größenordnungen in den Sächsischen Landtag in Dresden einziehen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich bedanke mich schon mal im Voraus für Ihr Interesse, weil ich sehe, wie wir hier ankamen, waren nur 1, 2 interessierte Bürger in der Nähe unseres LKWs. Und während der Ausführungen des Spitzenkandidaten unserer Partei, der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, Holger Szymanski, können wir Gott sei Dank feststellen, dass die Politikverdrossenheit zumindest dann weicht, wenn die Partei NPD in einem Stadtbezirk erscheint. Und deswegen gestatten Sie mir, dass ich an sich den Ball aufnehme, den Herrn Szymanski mir zugeworfen hat oder uns zugeworfen hat, indem er richtigerweise gesagt hat, wir mussten Druck von rechts machen. Und weil Druck von rechts natürlich definiert werden muss, will ich das versuchen. Wir unterscheiden abstrakt hier auch in diesem Bundesland, in Sachsen, Druck von links und Druck von rechts. Was ist der Druck von links? Der Druck von links ist die Forderung, immer mehr Asylanten hier in Sachsen aufnehmen zu sollen. Der Druck von links ist ganz einfach auch, dass man glaubt, mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro würden die sozialen Probleme der Arbeiterschaft und der Familien gelöst sein. Der Druck von links ist auch, dass man den Menschen erzählt, eine multikulturelle Gesellschaft sei die Zukunft und das Paradies auf Erden. Und dann schauen wir uns diese Punkte mal an. Arbeiten wir sie kurz ab. Setzen wir voraus, dass der Mindestlohn von 8,50 Euro wirklich bundesweit angewandt wird. Dann bedeutet das für eine junge Frau, die mit 18 Jahren in Arbeit kommt für den Mindestlohn, dass sie, wenn sie ins Rentenalter kommt, eben keinen Anspruch auf eine normale Rente hat, wo sie von leben kann in ihren alten Tagen. Im Moment ist es objektiv so, dass man mindestens einen Bruttolohn zwischen 2.200 und 2.500 Euro haben muss, dass man dann mit 65 Jahren eine Rente bekommt, die so ungefähr die Kaufkraft widerspiegelt, wie das heute 1.200 Euro sind. Also ist die Altersarmut regelrecht geplant und vorprogrammiert. Und diesem Druck von links wollen wir einen Druck von rechts entgegensetzen, indem wir sagen, wenn wir über Mindestlohn reden, den wir für richtig halten, dann müssen wir erstmal den Mindestlohn in Deutschland nur für Deutsche gelten lassen. Weil wir sonst nämlich noch mehr Fremde anlocken, die in ihren Ländern einen Mindestlohn von 2 Euro in Bulgarien haben und dann so hochattraktiv nach Deutschland kommen, weil es hier 8,50 Euro gibt. Also erstens, Mindestlohn rauf, mindestens zwischen 10,50 Euro und 12 Euro brutto. Was noch kein Spitzenlohn ist, aber das Minimum, wo man dann seine Miete und seine Lebensunterhaltskosten mit ordentlich bestreiten kann. Darauf satteln wir von der NPD auf, natürlich ein Müttergeld, weil wir natürlich keine Kinder mehr hier in die Welt setzen, in Deutschland. Und das liegt nicht daran, dass unsere jungen Frauen und Männer unfruchtbar wären. Sie können sich ganz einfach eine Familie nicht leisten, weil sie es nicht finanzieren können.
Und deswegen brauchen wir ein Müttergehalt, deswegen brauchen wir unsere jungen Frauen und Männer wieder mit Zuversicht. Und das schaffen wir, indem wir von der NPD hier sagen, wir brauchen zuverlässige Rahmenbedingungen, damit man in Deutschland deutsches Leben auch wieder in die Welt setzen kann. Druck von links ist Multikulti und wir von rechts warnen. Wer glaubt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Landsleute, dass man den deutschen Geburtenschwund durch Import von Fremdvölkern ausgleichen kann, der legt die Lunte für einen Bürgerkrieg, wie wir ihn gerade in Amerika in einer mittleren Großstadt erleben, wo jede Nacht Schwarz gegen Weiß kämpft. Und diese Verhältnisse wollen wir hier nicht. Links will amerikanische Verhältnisse, ein Anachronismus von links. Rechts will in Deutschland deutsche Verhältnisse, in Spanien spanische Verhältnisse, in Dänemark dänische Verhältnisse.